Wie findet ihr meine Frisur? Nein. Boah, das wäre so creepy. Beste Klammer! I can feel my body, you're cold against the concrete, but I can't seem to get it. Hey Leute, hallihallo und ich bin's wieder, eure Mario. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Boom! Und heute gibt's mal wieder einen Sleepover-Vlog. Mit wem als Anni? Woo! Mit wem als Anni? Ich wollte sagen, mit keinem anderen als Anni, aber dann kannst du schon reingesprungen. So, ja, und morgen gibt es noch eine richtig coole Flug-Challenge, aber mehr verraten wir noch nicht. Die wird richtig, richtig cool. Oh yeah! Und jetzt sind Anja und ich gerade dabei, ihr Sleep-Lager hier anzurichten. Ja. Eigentlich schläft sie immer auf diesem Sitzsack da, aber da sie gestern Abend Nasenbluten hatte, hat sie sich nicht getraut, jetzt darauf zu schlafen. Weil sie dachte, blut ich alles voll. Du nimmst mir die Brille aus dem Mund. Und deshalb richten wir jetzt immer trotzdem Bettlager mal an. Ne, Anni? Jo. So, und los geht's. Ach so. Boom. Och. Schmarrn. So. Du musst ja noch in der Nacht rauskommen. So, goodies, ladies, was auch immer. Ja. Sind jetzt fertig mit dem Bettlager und jetzt versuchen wir uns gerade noch eine Höhle zu bauen. Denn, ja, sowas machen wir irgendwie voll gerne. Und guck mal, wir haben uns jetzt hier die Lampen aufgestellt. Die dienen hoffentlich gut als Ständer und ich hoffe, die fallen nicht um, weil dann werden sie Schrott. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Beste Klammern! It's raining, beste Klammern! Halleluja, it's raining, beste Klammern! Yeah, yeah! Ich bin ein Genie. Ah, geil, Leute, es gewittert voll draußen. Das macht unsere Höhle noch viel gemütlicher. Oh mein Gott, in der Kamera sieht es jetzt viel heller aus. Aber eigentlich ist es ganz dunkel. Oh mein Gott. An die Decke. An die Decke. Ja, wir machen gleich eine Lichterkette an die Decke. Leute, das ist erstmal unsere Höhle. Richtig mega cool mit dieser Lichterkette hier. Und wir haben noch eine. Woo! Und die wird jetzt gleich hier platziert. Ich hoffe, dann stürzt die ganze Höhle nicht ein. Und ich habe gerade so gesagt zu Anni, da hat man so nachts so einen Traum, dass gerade so ein Haus auf seinen Kopf fällt und dann fällt so die Decke runter. Ja. Boah, das wäre so creepy. Gott. So, wir haben uns jetzt schon mal gemütlich in unsere Onesies hier geschmissen. Und wir müssen jetzt noch zum Rewe gehen. Uns ist gerade eingefallen, als wir uns ein Eis machen wollten. Wir so, was willst du denn? Schoko oder Cookies und Cream? Und ich so, wir haben gar nichts mehr. Ja, super. Ja, das jetzt war voll scheiße. Driven wir nochmal eben, also gehen nochmal eben zum Rewe. Und mal sehen, was wir da für leckere Sachen finden. Let's go! Der andere Schuh, den müsste ich neu aufladen. Yay. Damit komme ich jetzt schneller durch die Gänge. Komm, wir driven eben schnell zum Rewe und holen leckeres Eis. Ups, da kommt ein Auto. Habt ihr schon mal so eine Riesenpfütze gesehen? Ich will da jetzt nicht durchgehen. Let's go! So Leute, das ist dann unser Einkaufswagen hier, ne? Nein, das ist nur zum Einladen, keine Sorge. Okay, was haben wir denn hier? Wow. Okay, es gibt voll viel. Which one? Okay, wir entscheiden uns jetzt für Stracciatella. Ja, die Verkäuferin ist dann weg. Yay. So, Leute, wir haben uns jetzt hier einen Film rausgesucht. Mhm. Warte, wir zeigen euch den mal. Der heißt Isn't It Romantic? Hat Max und empfohlen. Das ist eine Komödie. Ich hoffe, der ist auch lustig, wie Max den anpreist. Und ja, das ist jetzt unser Eis für Stracciatella entschieden. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Es sind so Schokostückchen drin. Und wir sagen jetzt schon mal gute Nacht bis morgen. Weil wir morgen schon ganz früh aufstehen müssen. Ja. Deshalb gehen wir halt heute schon ganz früh schlafen. Morgen 6:30 klingelt der Wecker. Yay! Ich habe mich schon aufs Ausschlafen gefreut. Daraus wird nicht.
Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt 7 Uhr. Wir sind gerade eben gefühlt vor 5 Minuten aufgestanden. Wir sind jetzt gerade zum Bäcker gefahren. Lecker Schokosonne, das riecht schon so lecker. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Skydiving. Und da fliegt man ja an so einem Windkanal. Ja. Und das ist schon mal gemacht. Ja, wir freuen uns schon mega da drauf. Und ich habe gehört, man kann da jetzt so eine Challenge fliegen. Dann dachten Anja und ich uns so, das ist doch was für uns. Ja. Schaut mal, da oben ist es schon. Da sieht man schon diesen riesen Turm da. Das ist der Windkanal. Oh mein Gott, voll cool. Man hört den auch schon vor sich. Ja, man hört das richtig. Ja. Boah, das, ich war da, keine Ahnung, wie ich da war, als das letzte Mal da war. Oh mein Gott, ich freue mich so. Komm schnell! Okay, wir gehen doch besser. So, ich ziehe jetzt erstmal Wolken. Ganz mal über der schönen Stadt. Gesundheitlich ist ja bei euch wahrscheinlich alles okay. Jups. Keine nennenswerten Probleme irgendwo. Nö. Alles gut. Wenn da drin was sein sollte, also wenn irgendwas nicht stimmt bei euch, müsst ihr einfach nur deutlich mit dem Kopf schütteln. Dann sehe ich, dass irgendwas nicht stimmt. Dann bringe ich euch raus und wir können das dann klären. A few moments later. Oh mein Gott, gleich geht's schon los. Das ist Anni, ich habe ihr hier mal den Vortritt überlassen auf dem Weg zum Fliegen. Aber ich finde, Anni hat das super gemacht fürs erste Mal. Boing, Bauchplatscher. Jetzt komme ich! Oh mein Gott, jetzt dürfte ich mit dem Trainer nach ganz oben fliegen. Das ist immer das Allercoolste da dran. I believe I can fly. Und schwupps, wurde ich wieder rausgeschubst. So, jetzt durften Anni und ich endlich zusammen den Windkanal und an den Scheiben sind so Zahlen angebracht, die wir eigentlich abfliegen wollten als Challenge gegeneinander. Aber ihr seht ja selbst, irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Hier erklärt uns der Trainer gerade nochmal, was wir noch verbessern müssen. Okay, jetzt neuer Versuch. Das Schwierige ist erstmal überhaupt reinzukommen. Anni wurde hier mal in einer Ecke geparkt. Leute, schaut mal so die Zuschauer im Hintergrund. Ich hoffe, die lachen uns da gerade nicht aus. Anni, komm auch mal raus hier. Okay, dann eben am Henkel packen. Wie findet ihr meine Frisur? Also meine Ansicht ist geil. Wir bleiben noch ein bisschen in... Genau, wenn der Sprung... Es war so cool, aber ja, schlecht, aber... Ich sag mal, das ist voll schwer. Ja, eigentlich wollten wir auch zum Challenge den Zahnabfliegen machen. Aber das hat leider nicht funktioniert, weil wir fliegen noch ein bisschen zu schlecht. Nein, wir waren grandios.
Nein, wir müssen jetzt leider nochmal. Wir freuen uns mega. Wir müssen nämlich nochmal ins Koppeln. Nochmal zu üben. Ja. Und zwar zu üben ist auch richtig schwer, weil der hat erklärt, dass wenn man zum Beispiel die Angel fliegt jetzt weiter oben und ich weiter unten, dann kann es sein, dass die Angel über mich kommt, dann wird es an die Händen halten, dann knackt, fällt die Angel auf mich. Ja. Das wäre nämlich zu toll, wir müssen jetzt noch ein bisschen üben. Wir wollen ein bisschen chilliger fliegen. Ja, und Ruhe. Ja, Ruhe. Ja, das geht bei uns. Leute, guckt mal unter die Flo. Wir haben beide dasselbe. Yeah. Wir sind noch nicht Pro-Flyer, aber das wird schon noch. Wir müssen gleich, dass hier hinkommt. So, wir haben uns hier schon bei McDonald's gestärkt. Ja. Die hatten auch Pommes, aber die sind schon weg. Ihr kennt es ja, wir gucken immer die Pommes in unser McFlurry ein. Ja. Ich hatte noch so ein paar Pommes übrig. Anja hat schon ihre ganzen aufgegessen. Ich wollte die eigentlich mit Anni teilen zum Auto und dann sind wir auf dem Parkplatz runtergefallen. Es waren aber nur 10 Stück oder so. Es war jetzt nicht so tragisch. Ja. Und übrigens, wir verlosen noch 2 Gutscheine für das Inner Skydiving auf Instagram. Also schaut da unbedingt mal bei mir vorbei. Ich heiße Mavi-Noel. Und ja, wir hoffen natürlich, dass der Vlog gefallen hat. Lasst ihm ohne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal und vergesst auf keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Bis mal. Maybe you got me, believe in the magic.